Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und jetzt gibt's ein Zusatzrezept zu unserer vorhergegangenen Folge, nämlich zum Spargel, den ich hier im Thermomix zubereitet habe. Und zwar gibt es die klassische Sauce Hollandaise. Das ist etwas, was eigentlich zum Spargel nicht fehlen darf. Wobei ich ehrlich bin, in der Regel esse ich den Spargel am liebsten mit ein paar Butterflöckchen und Schinken. Aber Sauce Hollandaise ist nun mal ein Klassiker und deswegen bereite ich die zu. Ich habe mir sagen lassen, dass die Zubereitung relativ kompliziert ist, aber im Thermomix sehr einfach sein soll. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt und ich hoffe, dass es auch stimmt. 250 Gramm Butter habe ich in Stücken geschnitten und werde die jetzt auf 70 Grad 4 Minuten auf Stufe 1 erwärmen, ja, oder schmelzen. Ja. 4 Minuten, 70 Grad, Stufe 1. Ich bin so ein klein bisschen in Eile, ja. Mein Spargel kühlt langsam aus. Die geschmolzene Butter, die füllen wir jetzt um in einen Krug. Ich mache das hier in meinen Messbecher. So, warte mal, ich hole mal meinen tollen Spatel, dass wir da möglichst alles rausbekommen. Dann setzen wir den Rühreinsatz ein. Es kommt ein Esslöffel Zitronensaft, Wasser 50 Milliliter oder halt eben hier 50 Gramm. Gerade Tara einstellen, 50 Gramm Wasser. Ein halber Teelöffel Salz, eine Prise Pfeffer und das Wichtigste, 4 Eigelb. Die kommen jetzt hier rein. Und das ist immer so, ne? Wenn man in Eile ist, dann labert man irgendeinen Quatsch. Das waren natürlich 3. 3 Eigelb, wie man gesehen hat, nicht 4. 3. Das Ganze wird jetzt 2 Minuten auf Stufe 4 auf 70 Grad erwärmt. So, wir kommen zur letzten, zur finalen Phase. Und zwar, jetzt wird emulgiert. 4 bis 5 Minuten heißt es im Rezept. Ich stelle jetzt mal 4,30 ein. Das Ganze auch nochmal 70 Grad auf Stufe 4. Emulgieren heißt, wir gießen jetzt langsam in einem dünnen Strahl über den Deckel die Butter hinein, die flüssige. Und zwar so, dass die so einen dünnen Strahl an der Seite runterläuft. Ich glaube, das kann man sogar durch den Deckel machen. So. Ja, das ist ein bisschen Arbeit. Und es spritzt. Hey. Irgendwie läuft das nicht durch den Deckel hier. Schade, das war beim TM31, konnte man den Deckel drauf sitzen lassen und dann lief das an der Seite runter. Irgendwie hier nicht. Vielleicht ist aber auch die Butter noch zu dickflüssig. Ich streiche das mal runter hier noch. Der Rest, der hier noch klebt. Bah! So, jetzt ganz schnell. Es ist fertig. Die Sauce Hollandaise ist emulgiert. Noch etwas flüssig, aber wenn ihr die fester mögt, dann macht ihr einfach die Emulgationierungsphase. Wie auch immer. Also dann lasst es einfach ein paar Minuten oder eine Minute länger emulgieren. Ja? Aber ich finde das eigentlich so, ja, ist schon relativ flüssig, aber ich mag das, wenn dann auch wirklich als Soße, nicht so als Creme. Ist auch schön schaumig geschlagen. Wir tränken jetzt den Spargel in Hollandaise. Und ich kann nicht anders, als euch jetzt allen einen guten Appetit zu wünschen, wenn ihr das nachgekocht habt. Und will mich jetzt gar nicht lange aufhalten, weil ich jetzt essen werde. Guten Appetit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.